Zwischen dem Leben der globalen Elite und dem Leben des kleinen Mannes, da klaffen Welten. Der Grand Canyon ist noch nicht tief genug, um diesen Abstand zu verdeutlichen. Der Ratspräsident der Europäischen Union, Charles Michel, für diejenigen unter euch, die sich partout nicht erinnern können, wer dieser Bursche nun ist, das ist ein gescheiterter belgischer Ministerpräsident, der mitgeholfen hat, aus seinem Land eine Verlierernation zu machen. Ja, das ist auch derjenige, der nicht in der Lage war, Herrn Erdogan mal dazu bewegen, Ursula von der Leyen einen Stuhl zur Verfügung zu stellen, dieser Gentleman. Nun, unser Charles Michel ist gerne mit dem Privatjet unterwegs. Selbst für Reisen in die nahegelegenen Metropolen Paris und Straßburg, da könnte man blitzgeschwind mit dem TGV hinfahren, werden Charterflüge der Fluggesellschaft Lux Aviation gebucht. Na, da kommt dann pro Reise schon ein fünfstelliger Eurobetrag zusammen. Das macht Michel aber überhaupt nichts aus, denn schließlich hat man ja auch einen Ruf zu verteidigen. Im vergangenen Jahr, also in 2022, hat Michel aus Brüssel und nicht Michel aus Lüneberger damit die Rekordsumme von mindestens 700.000 Euro verflogen. Nun, da stoppt es nicht. Ein Hammer drauf ist die Vorliebe des Herrn Michel, mit großem Gefolge unterwegs zu sein. Schließlich muss man repräsentieren. Es fand in 2022 in Versailles am 10. und 11. März ein EU-Gipfel statt. Dort reiste Michel, das könnten wir ja noch verstehen, mit Ehefrau hin, aber dann, haltet euch fest, auch mit einem Tross von 22 Mitarbeitern. Wie nun bekannt wurde, steigt das Budget des Ratspräsidenten ab 2024 um stolze 27,5%, dann auf 2,6 Millionen Euro. Wie begründet dieser EU-Spitzenfunktionär diese ganze Reisetätigkeit mit teuren Privatjets? Der Ukraine-Krieg. Natürlich. Wisst ihr, wenn heutzutage einer eine Warze am Fuß hat, ist es wahrscheinlich der Ukraine-Krieg. Das kann einen nur sprachlos zurücklassen, wenn Leute ihre Heizungsrechnung nicht mehr bezahlen können, wenn Leute sich entscheiden müssen zwischen, kaufe ich mir bei Aldi mal ein bisschen Dosenfutter oder stelle ich die Heizung an. Diese Zustände sind nicht mehr zu tolerieren.